In diesem Video möchte ich Ihnen jetzt zeigen, wie eine Schlange implementiert wird. Wenn man sich eine Schlange vorstellt, wie zum Beispiel eine Schlange in der Supermarktkasse, dann funktioniert sie prinzipiell so, wie ich es hier so ein bisschen voraufgebaut habe. Wie geht das? Wir haben irgendwo so eine Kasse, da steht ein Männchen und da ist sozusagen genau da, wo die Kasse eben positioniert ist. Normalerweise ist sie so positioniert, dass sie vorne der allererste gerade bedient werden kann. Wenn dann irgendjemand an die Kasse kommt, dann stellt er sich natürlich da, wo er am nächsten zur Kasse ist. Wenn die Kasse leer ist, dann stellt man sie ganz vorne hin. Nehmen wir doch erstmal an, dass die Kasse geschlossen ist, also das heißt, das Männchen ist hier nicht drin und alle müssen warten. Die nächsten, die kommen, die stellen sich einfach an die Schlange hinten an. Da kommt hier ein Männchen, ein viertes Männchen und ein Kind vielleicht mit einem großen Hut und dann kommt vielleicht so ein Weihnachtsrookie und vielleicht sogar ein Hase. So. Jetzt warten Sie alle. Wenn die Kasse aufgemacht wird, dann kann natürlich das erste Männchen bedient werden und das bezahlt er seine Ware, was auch immer sie gekauft hat, und geht dann weg. Jetzt ist das Problem, oder wie es normalerweise eben funktioniert, dass alle dann einen Schritt nach vorne gehen. Das heißt, dieses Männchen kommt nach vorne, die alle müssen eins nach vorne rücken. Auf einer Supermarktkasse, da wo wir als Menschen stehen, ist das irgendwie gar nicht so schlimm, wenn man sich ein bisschen bewegt und nach vorne rückt. Aber wenn man sich das jetzt als eine Implementierung in einem Programm vorstellt, dann fangen die Probleme an. Und zwar nämlich, wenn ich das hier, habe ich ja schon so ein bisschen angeordnet, als ob es ein Array wäre. Genau wie bei einem Stack werden wir für die Implementierung einer Schlange ein ganz normales Array benutzen. Wenn ich jetzt aber jedes Mal, wenn ein Männchen letztendlich hier rausgenommen wird oder eben der Wert von irgendwie gebraucht wurde und dieses Datum, diese Dateneinheit dann wieder weggenommen wird von der Schlange, dann müsste ich rein theoretisch alle diese Männchen oder eben alle Daten in meinem Array eins nach vorne schieben. Und je nach Größe kann das natürlich relativ schnell gehen und man kann sich das vorstellen, okay, so schlimm ist es auch nicht, mit einer Vorschleife ist es relativ schnell gelöst. Das Problem ist, was passiert, wenn die Arrays dann richtig groß werden, vielleicht nicht wie in unserem Arduino, aber in einem echten System. Und dann gebraucht man tatsächlich extrem viel Zeit und letztendlich auch Speicherplatz, weil man dafür auch ein bisschen Speicherplatz benötigt für dieses Schieben, nur für dieses Schieben. Deswegen hat man sich Folgendes Schlaues überlegt: Wenn jetzt dieses Männchen hier bedient wird oder eben diese Dateneinheit hier weg ist, dann könnte ich statt die Männchen schieben, könnte ich die Kasse schieben. Also ich kann diese komplette Kasse jetzt nehmen und sagen, damit jetzt bin ich fertig, ich gehe einfach hier eins weiter. Und jetzt kann dieses Männchen bedient werden und kommt auch raus. Jetzt schiebe ich wieder die Kasse hier und dieses Männchen kommt raus. Und so weiter und so fort. Jetzt kommen wir aber an die nächsten Probleme. Sie merken schon, was passiert zum Beispiel, wenn hier der allerletzte hier war. Die hier sind jetzt alle bedient worden. So, ein bisschen umgefallen. Und jetzt sind wir mit der Kasse an dem allerletzten Kunden. Es sieht so ein bisschen so aus, als ob ich dieses Array nur einmal gebrauchen kann. Und dann muss ich es erst komplett löschen oder leer machen. Und erst danach kann ich es wieder füllen, indem ich die Kasse wieder nach vorne setze. Das funktioniert aber auch ein bisschen schlauer. Man kann sich auch das anders überlegen. Und von hier könnten die Männchen eigentlich auch wieder angereiht werden. Das heißt, irgendwann könnte ich in einem Array auch so eine Situation haben, wo die Kasse hier ganz hinten ist. Der ist derjenige, der gleich bedient werden muss. Der wird jetzt bedient und kommt raus. Die Kasse schiebe ich wieder ganz nach vorne. Und dann sehe ich, aha, das ist der Nächste, der hier wartet. Und jetzt geht es hier wieder weiter. Die können sich wieder anstellen. Ich kann sie auch wieder bedienen, eins nach dem anderen. Zuerst den, dann die hier und so weiter. Und jederzeit können sie die hier wieder von hinten anstellen. Und dieses hinten, man merkt es schon, das sieht so ein bisschen wie so ein runder Buffer. Den haben Sie bereits kennengelernt. Der wird nicht mehr als eindimensional betrachtet, sondern eindimensional, indem die Schlange sozusagen ihren Schwanz selber aufisst. Und so werden wir jetzt auch versuchen, das Ganze zu implementieren. Jetzt haben wir irgendwann diese Situation hier und das ist letztendlich eine leere Schlange. Jetzt habe ich die
Kasse, diesmal nicht ganz rechts positioniert, von mir aus gesehen, sondern ganz links. Denn das ist auch irgendwie so, wie wir gewohnt sind, auch ein Array zu betrachten oder zu sehen, wo ganz links die Index 0 ist und ganz rechts ist der höchste Index. In diesem Fall hier habe ich nur 7 Plätze in dem Array. In meiner kleinen Implementierung hier habe ich dann 10, das ist aber letztendlich vollkommen egal. Und es wäre sowieso wichtig, dass die Implementierung, die wir gleich erklären, sie für alle möglichen Größen von diesem Array auch funktioniert. Jetzt brauche ich, um die Implementierung zu starten, das ist jetzt leer, auch noch 2 Zeiger. Einmal für den Anfang der Schlange, da wo die Kasse ist letztendlich, also für die Kasse selbst. Das könnte auch die Kasse selbst sein, aber ich mache trotzdem auch diesen roten Stein hier davor, damit wir auch ganz genau wissen, wo wir sind. Und dann brauche ich auch noch da, wo der allerletzte ist, also sozusagen das Ende der Schlange, damit wir eben wissen, wo sie sich anstellen soll. Wenn wir das Ganze starten, dann stehen diese 2 Zeiger aufeinander. Das heißt, die zeigen beide auf den Anfang dieser Schlange und man kann es nicht so richtig auseinanderhalten, was das jetzt bedeutet. Deswegen werden wir uns auch eine zusätzliche Variable organisieren oder dazu nehmen, die die Schlange als leer bezeichnet oder nicht. So, das heißt, ich werde mir hier so eine Variable erstmal definieren, die heißt bool. Sagen wir mal Q empty und ich werde sie erstmal auf true setzen. Genau das gleiche könnte ich auch sagen, dass es eine 1 ist. So, wenn ich jetzt irgendein Männchen oder irgendwelche Daten in diese Schlange reintun möchte, dann benutzt man für Queues oder für Schlangen eben die Funktionsnamen immer, die heißen NQ und DQ. NQ bedeutet auf Englisch sowas wie in die Schlange reinsetzen und DQ ist sowas wie aus der Schlange wieder raustreten. Ich stelle mich an die Kasse an und ich bin an der Kasse fertig. Das bedeutet das prinzipiell. Wenn man irgendetwas an die Schlange setzen möchte, dann hat man wahrscheinlich auch irgendeine Variable. In unserem Fall müsste das natürlich eine Int-Variable sein und zwar die hat den Wert Value, wow. Was mache ich jetzt? Erstens ist es eben ganz wichtig, dass ich sage, wo sind eigentlich hier meine Steine? Die waren rot und blau. Rot und blau sehen jetzt beide hierhin. Das ist rot und das ist blau. Und rot steht eben für Kasse, also für Front oder Anfang oder Kopf. Und blau steht für Back oder eben das Ende der Schlange, also da, wo man sich anstellen kann. Was muss ich jetzt tun, um ein Männchen reinzusetzen? Erstens muss ich ihn einfach reinsetzen. Die Kasse bleibt, wo sie ist, denn wir haben noch niemanden bedient in dem Sinne. Wir haben DQ noch nie aufgerufen. Aber dieser blaue Stein, der muss eins nach hinten rutschen, denn jetzt ist er da, zeigt er an, wo ist der nächste freie Speicherplatz. Das heißt, wenn ich NQ implementiere, ist es erstmal relativ einfach, was ich da machen muss. Und zwar, wenn jetzt Front und Back, das werden wir jetzt auch vernünftig hier definieren, das sind natürlich beide Zeiger. Front und Back. So, die stehen jetzt ganz vorne. Das ist uns erstmal egal, wo sie da stehen. Wir wissen einfach ganz genau, wo sie sind. Dann muss ich Folgendes tun. Ich muss dem Wert von Back den Wert von Value geben und danach Back plus plus aufrufen. Was habe ich jetzt getan? Genau das, was ich hier auch gesehen habe. Ich habe den Wert hier erstmal reingesetzt und danach den blauen Stein 1 nach hinten oder eben plus plus gemacht. Vergessen wir nicht, das war hier die 0, das ist hier die 1. Also Back plus plus schiebt den blauen Stein 1 nach rechts. Wenn ich jetzt irgendetwas an der Kasse jemanden bedienen möchte oder etwas aus dieser Schlange rausnehmen möchte, dann muss ich der Funktion DQ erstmal den Zeiger auf irgendeine Variable weitergeben, wo er mir das auch reinspeichern kann, den Kunden sozusagen hier oder den Wert, der direkt hier an der Kasse steht.
Und dann mache ich genau das Gleiche letztendlich, aber eben nicht mit dem Back, also nicht mit der Ende der Schlange, sondern mit der Front, mit der Anfang der Schlange. Ich muss einfach dem Front, umgekehrt, Moment. Ich muss dem Wert von Value den Wert von Front geben, also was auch immer hier vorne gespeichert wurde, also in diesem Fall hier dieses Männchen, ich glaube, es ist eine Urlauberin, die gebe ich dann weiter in diese Funktion in dem Value und dann muss ich Front auch um 1 weiterschieben. Das wird jetzt hier weitergeschoben und der rote Stein kommt wieder hier drauf. Was wir jetzt beobachten, ist außerdem Folgendes. Wenn diese beiden Steine aufeinander liegen, bedeutet das, dass meine Schlange leer ist. Was machen wir jetzt mit dieser Q-Empty-Variable? Erstens, wenn wir irgendetwas in die Schlange reinsetzen, so wie wir dieses Männchen hier drin hatten, also in NQ, müssen wir unbedingt uns auch merken, dass eben Q-Empty ist nicht mehr leer. Ich werde hier QEmpty auf False setzen. Das wäre genau das gleiche, wie es mit einer Null einfach neu zu in eine Null da reinzusetzen. Und jetzt bin ich hier erstmal fertig. Und genau das Umgekehrte mache ich jetzt mit dem beim DeQ. Da kann es durchaus vorkommen, dass wenn ich irgendetwas rausgenommen habe, dass es wieder leer geworden ist, die Schlange. Allerdings muss ich aufpassen, wann das genau ist. Wir haben bereits gesagt, wenn die beiden aufeinander liegen, dann passiert das. Das heißt, ich werde einfach abfragen, wenn Front ist gleich Back, dann muss ich offensichtlich QEmpty wieder auf True setzen. Und jetzt erst bin ich mit dieser Funktion auch fertig. Die nächste Frage, die wir lösen müssen, ist, okay, was passiert jetzt, wenn es voll wird? Was mache ich dann? Was passiert zum Beispiel, wenn hier ganz normal, hier steht einer, keiner hat was jemanden bedient, hier ist alles voll. Wenn es so voll ist, dann ist es eigentlich relativ einfach. Hier war der Zeiger, wo es als letztes frei ist. Dann setze ich das Männchen hier rein. Und jetzt müsste ich rein theoretisch das hier eins weiter nach rechts schieben. Da ist aber kein Platz. Ich könnte natürlich gucken, ob es hier noch nicht Platz ist. Dann würde ich das hier wieder da drauf setzen. Und jetzt sehen Sie, warum wir eigentlich dieses QEmpty benutzt haben. Denn jetzt kann ich wissen, okay, die sind jetzt aufeinander gekommen. Aber Q ist nicht empty, also die Schlange ist eigentlich nicht leer. Das bedeutet, wenn das passiert und die Schlange ist eben nicht leer und trotzdem komme ich hier rauf, dann muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich das einfach verbiete und dass, wenn das so wahr ist, dass ich mit Q empty mir merke, die Schlange ist aber nicht leer. Ich muss weiter sie leeren eigentlich. Wie funktioniert das? Wieder beim diesmal funktioniert. Kann das allerdings nur bei NQ passieren? So, das heißt, ich brauche jetzt hier ein bisschen Platz bei der NQ, um Folgendes abzufragen. Und ich werde es auch in Rot schreiben oder hier in diesem Blau, damit man es besser sehen kann. Ich muss hier abfragen, ob eigentlich alles in Ordnung ist. Das heißt, wenn ich nächstes Mal versuche, irgendetwas in dieser vollen Schlange reinzuschreiben, dann muss ich darauf aufpassen, dass diese zwei hier nicht aufeinander sind. Wenn sie denn aufeinander sind, dann muss unbedingt diese Q-Empty-Variable allerdings true sein, also wahr sein. Das muss entweder leer sein oder die zwei eben nicht. Das heißt, wenn Q-Empty, das wäre ja in Ordnung, wenn die Schlange komplett leer ist, oder Front ist nicht gleich Back. In diesem Fall, nur in diesem Fall, darf ich das hier eigentlich überhaupt ausführen. Also nur dann darf ich irgendetwas Neues in meine Schlange reinsetzen. Was mache ich jetzt als nächstes, wenn ich über die Kante, also diese runden Puffer hier implementieren muss? Dann muss ich Folgendes tun.
Nehmen wir mal an, meine Kasse ist hier ein bisschen vorgegangen. Sagen wir mal, die ist irgendwo hier. Die hier wurden schon alle bedient. Die sind hier alle weg. Die Front der Kasse liegt natürlich hier. Das Ende liegt im Moment, haben wir ja bereits gesagt, dass, okay, machen wir so. Das Ende liegt jetzt hier. Das nächste Mal, wenn ich jemanden dazu nehmen möchte, dann muss ich den hier reinsetzen. Und den müsste ich jetzt eigentlich nicht eins nach rechts schieben, sondern einmal um die Kante hier da rein. Das bedeutet wiederum, dass nach diesem Back++ muss ich das erstmal ein bisschen korrigieren. Das kann ich eigentlich jederzeit tun, das ist überhaupt kein Problem. Ich nehme die zwei wieder hier raus und dann mache ich Folgendes. If back ist jetzt größer geworden als die Queue selbst, die Adresse der Queue selbst, plus was auch immer die Größe des Queue war, also QS zum Beispiel, dann nehmen wir mal die zwei so schön auseinander. Dann muss ich eben diese Back gleich Q setzen. Und erst dann darf ich meine hier die blaue zumachen und hier auch die Funktion hier zumachen. Was habe ich damit bewirkt? Dass es eben einmal um die Kante geht, damit man hier jetzt auch weiter auffüllen kann. Und jetzt kann ich hier weiter auffüllen, ist überhaupt kein Problem. Das schiebt man hier nach hinten. Da kommt der Weihnachtsrookie. Dann schiebe ich wieder eins nach hinten. Jetzt ist die Schlange wieder voll und die kommen wieder aufeinander. Und dann haben wir genau die gleiche Situation wie vorher, nur dass dieses Aufeinander nicht mehr ganz vorne ist, sondern irgendwo hier sein kann. Und das ist eben eine ziemlich schlaue Implementierung von einer Schlange, wie man sieht, denn man kann die Schlange voll ausnutzen und es ist vollkommen egal, wo genau gerade jetzt die Kasse sozusagen ist. Die Kasse an sich kann man auch hin und her schieben und trotzdem kann man hier die Schlange komplett ausnutzen. Und man muss die Männchen oder eben seine Daten nicht eins nach vorne schieben, jedes Mal, wenn irgendetwas Interessantes eigentlich passiert. Und die komplette Lösung oder die komplette Implementierung von dieser Schlange können Sie sich dann zu Hause nochmal angucken. Dankeschön.